Es ist Sonntag, der 25. Februar, 8.30 Uhr in der ECE Kapfenberg Tiefgarage auf beiden Ebenen Flohmarkt. Es ist bereits der dritte ECE Flohmarkt. Beim zweiten haben an die 68 Aussteller teilgenommen. Der Vorteil, man ist wetterunabhängig. Willi Dirnberger ist Organisator und Ansprechperson. Wann ist ECE Flohmarkt? Wir haben den Flohmarkt jeden ersten und vierten Sonntag. Sollte ein fünfter Sonntag sein, Monat haben wir den auch. Wer darf ausstellen? Kommen können alle. Es sollen keine Neusachen sein. Es ist ein Flohmarkt und es sind alle willkommen. Wir haben Platz, haben wir genug. Der Vorteil liegt auf der Hand, wetterunabhängig und in der kalten Jahreszeit keine Minustemperaturen. Ja, wir haben da bis zu plus 5 Grad im Arena. Wir haben alle zwei Ebenen. Also wir haben Platz genug. Die Leute, bitte kommen. Ein Ausstellungsplatz kostet wie viel? Die Stände kosten, es gibt 2er-Plätze mit 8 Euro und der 3er mit 12 Euro. Wie wird dort denn angenommen? Das ist der dritte Flohmarkt, der wird sehr gut angenommen. Von den Ständler her, die Besucher sind, es waren zahlreiche Besucher schon bei den ersten zwei Flohmärkten. Also ich hoffe, die Leute sind alle zufrieden. Wo können sich die Aussteller anmelden? Anmelden kann man sich bei mir telefonisch oder einfach herkommen. Mein Name ist 0660 76 65 44. Bitte anrufen, dann werden wir reservieren, so hat jeder Platz. Wann geht's für die Aussteller los? Einlass ist ab 4 Uhr bis 12 Uhr. Und wenn man um 5 Uhr kommt, dann ist auch früh genug. Sind Sie froh, dass es den ECE-Flohmarkt gibt? Ja, wir sind schon froh, dass es den wieder gibt in Kapfenberg. Ja, ist eine gute Sache, man fährt gern her, besonders in der Winterzeit. Es ist nicht so kalt, draußen hat es minus 14 Grad gehabt heute in der Früh. Ne? Und da herinnen haben wir Plusgrade. Ne? Man fährt da gern her. Eine gute Idee, dass wir da am ECE, in der Tiefgarage, ja, einen Flohmarkt finde ich ganz super, ja. Ja, was haben Sie heute so alles mit? Eigentlich hauptsächlich Hello Kitty. Ja, die neueste Mode, bei den Kids wird das gut ankommen, oder? Ich denke schon, ja. Die Auswahl ist sehr vielfältig. Für Flohmarktbesucher genau das Richtige. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, im ECE-Café Strindberg zu frühstücken. Der Strindberg hat offen für die Ständler, für jeden Besucher. Es gibt ein gutes Frühstück. Strindberg ist ab 17:30 Uhr offen. Man kann die WC und alles benutzen. Für Besucher ist der Flohmarkt von 6 Uhr früh bis 12 Uhr geöffnet. Der nächste ECE-Flohmarkt findet am 4. März 2018 statt. Sie sollten ihn nicht versäumen. Kapfenberg Flugplatz, servus. Die gelben Engel auf der Straße gibt es schon lange. Die Engel aus der Luft, gemeint ist der Einsatz der Christophorus-Rettungshubschrauber, schon auch seit einiger Zeit. Viele Menschenleben konnten dadurch gerettet werden, ob bei Straßenunfällen oder Bergunfällen. Sie sind immer zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Der Flugplatz Kapfenberg war stets ein begehrter Landeplatz mit allen infrastrukturellen Einrichtungen. Es ist also an und für sich so, es gibt eine Ausschreibung vom Land Steiermark für die Platzierung eines Notarzt- oder Notfallhubschraubers hier. ÖMTC ist natürlich auch beteiligt dabei. Und wir bemühen uns auch, dass wir diesen Standort hierher bekommen. Es ist sehr wichtig für den Flugplatz und auch wir haben eine sehr schnelle Anbindung an die Autobahn. In einer Minute ist man auf der Autobahn. Wir haben die gesamte Infrastruktur hier, zum Beispiel Tankstelle, Landepiste. Es ist praktisch ein kompletter Flugplatz hier. Und wenn das in St. Michael kommen sollte, wird es wahrscheinlich eine neue Ausschreibung geben bezüglich Tankstelle, Genehmigungsverfahren und, und. Wir sind die einzige Jet-Tankstelle zwischen Wiener Neustadt und zwischen Niederöbland. Und daher würde sich also dieser Standort hier sehr, sehr gut anbinden. Auch weil es bei der Abdeckung bis Mürzzuschlag, bis Mariazell keine Versorgungslücken geben würde. Jetzt kann man noch einmal einen Rundblick machen hier in Kapfenberg, im Hangar des Flugplatzes.
im Sommerbetrieb ist klar, ist sehr frequentiert. Es gibt natürlich auch noch andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel die White Wings Formation. Ja, wir haben also hier jedes Jahr auch eine kleinere Flugshow. Was aber der interessanteste Aspekt dabei ist, ist der, dass wir uns wirklich bemühen, hier diesen Flugplatz mit der Genehmigung oder mit im Einklang mit den Leuten, mit der Bevölkerung hier zu führen. Und es hat sich bereits bei Tests herausgestellt, dass zum Beispiel die Eisenbahn hier wesentlich lauter ist, wie wenn ein moderner EC-Hubschrauber wegfliegt, weil die sind wirklich schon sehr, sehr leise. Und auch wenn hier dieser Standort kommen würde, dann hätten wir ungefähr 20% der Starts und Landungen, die wir bis vor 20 Jahren hatten. Jetzt ist nur die Frage, was können Sie unternehmen? Welche Kraft, Macht, welchen Einfluss haben Sie, dass diese gelben Hubschrauber hier zum Beispiel landen können? Also wir haben hier keinen großen Einfluss. Es muss das ganze Land und der Projektunternehmer, wahrscheinlich der ÖMTC, selbst dahinter stehen. Wir können nur die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wie gesagt, wir haben die Tankstelle, wir haben hier einen Flugplatz und das ist unser ganzer Machtbereich, den wir zur Verfügung stellen können. Wo ist die Logik für die Betreiber, die Logik für jene, die dem Betreiber die Erlaubnis geben, etwas anderes zu suchen als Kapfenberg? Ja, es geht immer wieder um diese Anbindung an die Autobahn, die auch in St. Michael sehr rasch gegeben ist. Es gibt in St. Michael auch eine Kaserne. Im Bereich dieser Kaserne wahrscheinlich, also es sind jetzt alles nur Vermutungen, wahrscheinlich würde das dann im Bereich dieser Kaserne passieren. Aber wie gesagt, auch wir haben hier die rasche Anbindung an die Autobahn. Das heißt, ein Weitertransport oder ein Hertransport mit einem Rettungsfahrzeug ist überhaupt kein Problem. Und es liegt, wie gesagt, im Ermessen des Landes, wo der Standort dann hinkommt. Fürchten Sie politisches Engagement? Glaube ich nicht. Also das ist, glaube ich, eine überpolitische Sache. Und wer ist zuständig im Land dafür? Wir wissen das noch nicht genau. Wie gesagt, es gibt eine Ausschreibung und das ist alles, was wir bis jetzt konkret wissen. Wir möchten uns nur hier positionieren und möchten auch den Flugplatz Kapfenberg ins Spiel bringen. Der Flugplatz Kapfenberg, der ja auch von vielen Piloten angeflogen wird und somit eine ideale Basis darstellt. Jetzt geht es darum, Kapfenberg als den idealen Ausgangslandeplatz zu festigen. Hallo, es ist wieder soweit. Für alle, die ein Haus bauen, umbauen oder renovieren, ist die Mürztaler Häuselbaumesse der Treffpunkt. Man kann sich gut informieren, man kann ein ganzes Haus auf unserer Messe bauen oder bauen lassen. Über 60 ausstellende Unternehmen der verschiedensten Branchen präsentieren viele Neuigkeiten. Auf der Mürztaler Häuselbaumesse am Samstag, den 10. und Sonntag, den 11. März 2018 beim Turmwirt in Mürzhofen. Eintritt ist frei.